Nach neuen Gefechten mit vielen Toten an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan hat Russlands Präsident Wladimir Putin die beiden Länder zu einer Lösung des Konflikts aufgerufen. Leider gibt es immer noch Opfer, sagte er in der Stadt Sotschi am Schwarzen Meer. Dort traf der Staatschef dem Kreml zufolge den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und den armenischen Regierungschef Nikol Paschinyan zu einem Krisengespräch. Zentralthema eine friedliche Grenze in der seit 100 Jahren umkämpften Region Bergkarabach. Wir haben uns bei einer Reihe von Fragen geeinigt, die ich für entscheidend halte. Das erste sind Mechanismen, die wir bis Ende dieses Jahres schaffen wollen, Mechanismen zur Definition und Markierung der Grenze zwischen den beiden Staaten. Vor einem Jahr beendete ein von Moskau vermittelter Waffenstillstand nach 6 Wochen tödliche Waffengänge zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken, bei denen mehr als 6000 Menschen ums Leben kamen. Aserbaidschan hatte dabei große Teile Bergkarabachs zurückerobert. Seither kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen an der Grenze.